Mischschaltungen. Ich meine damit Reihen- und Parallelschaltungen gemischt. Das ist das, worauf es jetzt ankommt. Wie man unschwer erkennen kann, ich habe jetzt hier mal ganz bewusst Lampen genommen, weil man da mehr sieht. Doch geht. Habe ich hier eine Reihenschaltung hier hinten. Hier. Das ist eine Reihenschaltung. Lässt sich erkennen. Und parallel zu diesen beiden Lampen liegt eine weitere Lampe. Hier könnte ich auch mehrere Lampen machen. Jetzt nicht übertreiben, nicht verkomplizieren. Ich hatte hier was rangeschrieben und zwar eine Spannung von 6 Volt. Die liegt hier an. Frage, wenn ich jetzt hier und hier einen Voltmeter anschließe und messe, was werde ich dann wohl, ne, ich anschließen, also ich tippe da einfach bloß an die Lampe ran. Was werde ich für eine Spannung da ablesen? Gut, jetzt haben wir den Versuch nochmal wiederholt. Ich verweise mal auf ein anderes Video und ich vergrößere mal, damit wir hier was reinschreiben können, diese komische Mischschaltung. Der Vorteil war hier bei dieser Schaltung, dass man richtig was sehen kann. Dass man sehen kann, weil es Lampen sind und nicht einfache Widerstände, die ja nicht leuchten, die ja zwar ein bisschen warm werden, aber was man nicht erfühlen kann. Aber hier ist eben der Vorteil, man sieht, aha, hier lässt sich wirklich erkennen, dass hier nur die halben Spannungen sind. Ich schreibe jetzt mal die Spannungen hier ran. Hier messe ich an der Lampe 6 Volt. Hier messe ich 3 Volt, haben wir eben alles nachvollzogen. Hier 3 Volt. Zu den Strömen, die mache ich jetzt mal grün. Hier an der Stelle, wenn ich hier auftrennen würde, würde ich I gesamt messen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das ist, das haben wir jetzt nicht nachgemessen, das haben wir so geglaubt. Jetzt tun wir mal so, als wenn hier der Minuspol gewesen wäre und hier der Pluspol. Das heißt, die Elektronen wandern hier los. Ich zeige es nochmal so. Die Elektronen möchten sich ja gerne irgendwie ausgleichen vom Elektronenüberschuss zum Elektronenmangel hin. Also, jetzt tun wir mal so, als wenn hier zwei Gruppen von Elektronen loswandern. Beide wandern parallel los. Hurra! Oh, hier geht es um eine Ecke. Ist uns egal, wir gehen mit. Jetzt kommt die erste Gruppe hier vorbei und sagt, ich gehe hier rum. Die andere Gruppe sagt, ist für mich nicht genug Platz, wir gehen mal hier weiter. Denn eine echte Leitung, eine richtige schöne Kupferleitung, ist für Elektronen, naja, eine Zuckerbahn. Jetzt wandern die hier zur Lampe, kriegen ein bisschen Probleme, hier wird es eng. Hier kommen also weniger raus. Jetzt kommen die hier raus, hier wird es nochmal eng. Die sind wenig genug, ist komplett egal. Also diese Gruppe, die wird hier nicht mehr, sondern die haben hier ihr Problem sozusagen an den dünnen Fäden der Lampe. Jetzt kommen sie hier wieder. Jetzt kommen aber die anderen hier schon vorbeimarschiert. Man begrüßt sich freundlich und es gehen zwei Gruppen wieder zurück. Jetzt habe ich die Pfeile zwar außen um die Leitung herum gemalt, aber wir wissen, das ist letzten Endes egal. Jetzt gibt es eine Frage. Man darf also nicht Strom und Spannung verwechseln. Jetzt gehen wir nochmal ins Thema Grün. Jetzt könnte ich hier einen Teilstrom messen. Wenn ich zu der Lampe Nummer 1 sage, dann messe ich also hier I1. Und hier messe ich I2. I2 kann ich aber auch hier messen, an der Stelle. Ob ich hier oder hier oder hier messe, es ist komplett egal. I2. I2. Überall. Hier in diesem, wir wissen ja eigentlich, müssen wir es wissen, in einer Reihenschaltung, und das ist nun mal eine Reihenschaltung hier, dieser Teil, in einer Reihenschaltung sind die Ströme stets gleich. Denn die Hindernisse bestimmen, wie viel da durchkommt. Die Widerstände. In diesem Fall sind Lampen auch ein Widerstand. So, und hier hinten an der Stelle hier, da messe ich dann wieder I gesamt. So, zur rein rechnerischen Seite kommen wir gleich. Jetzt haben wir gemessen, I gesamt. Wir haben jetzt wirklich mal gemessen. I gesamt ist gleich 0,7 Ampere in unserer Schaltung. 0,7 Ampere. Demzufolge, jetzt wird sich das aber nicht so verhalten, dass I1 dann eben 0,35 und I2 auch 0,35 Ampere sein müssen. Warum? Weil die beiden Lampen hier hinten vom Teil der Reihenschaltung, da wissen wir ja gar nicht, wie groß der Gesamtwiderstand ist. Da werden wir uns gleich drum kümmern. Gut, jetzt haben wir mal, nachdem wir I gesamt gemessen haben, also hier vorne, hier, das haben wir eben gemessen, haben wir eben was anderes gemessen, und zwar den Teilstrom hier hinten durch, 0,32 Ampere. Ohne zu messen, wissen wir jetzt, dass wenn die andere Elektronengruppe nur 0,32 Ampere stark ist, dass hier automatisch der Rest bis zu 0,7 Ampere fließen muss. Und das sind demzufolge hier 0,38 Ampere. Das werden wir natürlich gleich überprüfen. Wehe, das stimmt nicht.
So, und jetzt sieht man schon, man muss in der Elektrotechnik einfach mal nachmessen. Das stimmte nicht hier. Das war gelogen hier. Das hier. Das waren 0,25 Ampere. Wir haben nämlich nochmal nachgemessen. Demzufolge stimmt jetzt unsere Gesamtrechnung wieder. Wenn das 0,25 Ampere waren, dann hätten wir auch hier anders gerechnet, hätten wir gesagt 0,45 Ampere. Und das war auch das, was wir gemessen haben. Ist jetzt für uns die Welt wieder in Ordnung. Jetzt haben wir also alles gemessen. Jetzt haben wir lauter Ströme und lauter Spannungen hier parat. Wir können die dann gleich nochmal sauber hinschreiben, aber ich glaube, im Moment ist es besser, wenn ich die mal alle hier lasse. Also, hier sind die gemessenen Ströme. Wie gesagt, könnte ich auch hier messen. Mache ich jetzt nicht, das wäre albern. Ich könnte es auch hier messen. I-Gesamt könnte ich auch hier messen. Ich könnte I1 auch hier an der Stelle messen. Das ist jetzt Schnuppe. Das wissen wir mittlerweile. So, jetzt werde ich noch die Lampen bezeichnen und dann werden wir mal eine Gesamtrechnung aufstellen, wie das funktioniert. Mal kurz zur Notation. Bei Lampen schreibt man ran LA, groß L, kleines a. Und dann, die Reihenfolge ist egal, LA1, LA2, LA3. Die Ströme, die man misst, schreibt man für sich besser hin. I2,3. Denn der fließt durch 2 und 3. Das ist dann später in der Rechnung übersichtlicher. Also, wenn der Strom durch beide fließt und sowieso an jeder Stelle gleich wäre, der durch beide fließt, schreibt man I2,3. Der Index ist 2. Nicht 2,3, sondern durch 2 und 3. So kann man es lesen. Jetzt haben wir sämtliche Ströme und Spannungen rangeschrieben. Jetzt müssten wir demzufolge auch bei den Spannungen ranschreiben. Das wäre U1. Aber wenn das U-Gesamt ist, kann man zu U1 auch U-Gesamt sagen. Wir schreiben trotzdem U1 ran. Denn das ist die Spannung, die wir hier über dieser Lampe messen. Hierzu sagen wir, weil das Lampe 2 ist, U2. Hierzu sagen wir U3. Wenn die Lampen unterschiedlich sind, also einen unterschiedlichen Widerstand haben, unterschiedlich hell leuchten, könnte man dann auch sagen, wenn das so wäre, dann wäre es bedeutsamer, dann würden nämlich hier verschiedene Spannungen auftreten. So, jetzt haben wir unsere, letzten Endes, das ist wie eine Art Mini-Protokoll, wenn man das richtig betrachtet, denn wir haben alles in einer Skizze erfasst. Gemessene Ströme, gemessene Spannungen und so weiter. Haben wir alles in einer Skizze drin. Wir könnten auch sagen, das ist gegeben. Jetzt stellen wir uns eine Aufgabe. Gesucht ist R1, der Widerstand der Lampe, R2 und R3. Und dann werden wir mal versuchen, ob wir irgendwelche Gesetzmäßigkeiten rausbekommen. Also, eigentlich ist es ganz leicht. Denn wir können, weil wir überall hier alle Werte an allen Gerätschaften dran geschrieben haben, können wir nämlich Folgendes machen. Ach so, und R-Gesamt, der wäre noch interessant. Wenn ich diese Werte an jedem einzelnen der Gerätschaften stehen habe, kann ich Folgendes machen. Ich kann mich an eins erinnern. R ist grundsätzlich U durch I. Und jetzt kann ich mir einzeln alle Werte schnappen. Ich könnte also sagen, los, wir fangen mal an mit R1. R1 muss demzufolge sein, Spannung 6 Volt durch 0,45 Ampere. 0,45 Ampere. Tippt mal bitte ganz schnell ein. R1 muss demzufolge sein, Volt pro Ampere ist Ohm. Jetzt kriegen wir gleich einen Wert raus. Dann haben wir nämlich R1 schon. Und genauso können wir es für R2, R3 und so weiter machen. Und für R-Gesamt auch. Was habt ihr eingetippt? 6 durch 0,45? Irgendwas um die 13,3 Periode 3 Ohm. Schwupp. R2. Da haben wir bloß noch nicht 6 Volt, sondern, was hatten wir gemessen? Gucken wir, 3 Volt. Durch 0,25 Ampere. Das geht leicht. 3 Volt durch 0,25 Ampere. 3 durch ein Viertel sind so wie 3 mal 4. Also R2 ist 12 Ohm. Gut. R3 ist genauso wie R2, also ist R3 gleich 12 Ohm. Ist ganz leicht, ne? R-Gesamt, da sagen wir, okay, welche Spannung liegt an? 6 Volt.
Welcher Strom fließt insgesamt? 0,7 Ampere. Bitte mal 6 durch 0,7, das ist nämlich blöd zu ermitteln. 0,5? Nee, das. 8,571 Ohm. Ja, gut. So, jetzt haben wir die einzelnen Widerstände gemessen. Das heißt also, der Gesamtwiderstand der Schaltung hat nur 8 Ohm, obwohl hier, ich mache mal eine kurze Pause und mache nochmal ein Prinzip-Schaltbild dafür. So, jetzt sagen wir mal, wir haben hier R1, R2, R3, R1, R2, R3. Mir ist es jetzt egal, ob das Lampen sind oder nicht, denn Lampen haben auch einen Widerstand. Und ich sage einfach, okay, R2 und R3 zusammen bilden einen Widerstand. Das kann man sich ablesen. Das sind 12 und 13,3 macht 25,3 Periode 3 Ohm. R1 selber hat einen Widerstand, den hatten wir ausgerechnet von... Ach nee, R1 war 13,3. R2 und R3, das waren 24 Ohm. Moment. R1 schreibe ich noch schnell ran. Das waren 13,3 Ohm. Man wundert sich jetzt und sagt, was, der Gesamtwiderstand, das heißt also, der Gesamtwiderstand dieses gesamten Widerstandsgebildes ist geringer als 13 oder 24 Ohm. Klar, man kann sich es nämlich ganz leicht vorstellen, dass man sagt, einerseits rennen die Elektronen hier lang, hier haben sie es zwar schwer, weil es ein Widerstand ist, aber andererseits können sie auch noch hier lang laufen. Hier ist es zwar noch schwerer, aber es passen insgesamt mehr durch die Gesamtschaltung. Das heißt, der Widerstand muss geringer sein. Der Strom, der deutet ja auch darauf hin. Die Formel, wie man den Gesamtwiderstand auch errechnen kann, ist für eine Parallelschaltung 1 durch R gesamt ist gleich 1 durch R1 plus 1 durch R2 plus 1 durch R3. Hier haben wir aber einen Gesamtwiderstand 12 plus 12, 24 Ohm. Deswegen habe ich hier gleich zusammengefasst, R2,3. Und wenn man das jetzt ausrechnet, dann kommt man auf Folgendes. Ich habe es mal hingeschrieben. 24 Ohm ist R2 und R3 zusammen. 13,3 Ohm der. Ich muss es alles noch darunter schreiben. Ich darf noch nicht stürzen. Jetzt muss ich hier einen gleichen Nenner finden. Das dürfte ein bisschen schwer werden im Kopf. Aber das machen wir mit dem Taschenrechner. Es geht jetzt hier drüben weiter. Also 1 durch R gesamt muss man so lange schreiben, bis hier auf der anderen Seite ein einziger Bruch ist, den ich dann stürzen kann. Aber jetzt haben wir es noch nicht. Jetzt finden wir wie folgt, wir nehmen einfach das Kreuzprodukt, wir sagen 13,3 mal 24, 13,3 mal 24 Ohm zum Quadrat, ich habe zwei Widerstände multipliziert, plus das gleiche hier auf der anderen Seite und hier oben schreibe ich jetzt, ich musste mit 24 multiplizieren, 24. Ich habe aber mit Ohm multipliziert, also bleibt Ohm dann wieder erhalten. Und hier habe ich mit 13,3 multipliziert. 13,3 Ohm. Das heißt, wenn ich jetzt wieder sauber kürze, steht hier unten wieder gekürzt. Hier ist eine 1 und hier unten kann ich die 2 weglöschen und das Ohm-Zeichen da stehen lassen. Jetzt ist für uns die Welt wieder in Ordnung. Jetzt nicht hier drin rumkürzen, sondern hätten wir die gleiche Sache wie hier wieder stehen, sondern jetzt müssen wir rechnen. Das heißt, 24 plus 13,3 und teilen dann durch den ganzen Salat. Also, ich weiß, es ist ein bisschen umständlich, diese Rechnung mit diesen Brüchen. 1 durch R gesamt ist immer noch, 24 plus 13 sind 37,3 geteilt durch diese 13,3 mal 24 Ohm. Und jetzt darf ich stürzen und dann habe ich es. Jetzt stürze ich. Dann ergibt das R gesamt, steht jetzt wieder über dem Bruchstrich, ist dann, und das kann man im Taschenrechner eintippen, 13,3 mal 24 Ohm, muss aber noch den ganzen Kram durch 37,3 teilen. Und was kriegen wir dabei raus? Gut, jetzt kriegen wir raus 8,5576 tralala und so weiter Ohm. Das ist natürlich bei solchen krummen Werten nicht anders zu machen. Wir gucken mal, und was hatten wir vorher ausgerechnet? 8,571 Ohm. Ich denke mal, das ist ausreichend genau. 8,571, 8,557. Damit kann man leben. Zumal ich ja von der 13,3
die Periode weggelassen habe. Ne? Da käme dann wieder, wir haben uns praktisch so einen kleinen Fehler mit eingebastelt. Wir kämen aber wieder auf den gleichen Wert. So, da erstmal Pause. So, ich schließe jetzt das Video schnell mal an der Stelle ab. Ich mache im anderen Video weiter. Wer diese Technik mit dem Kreuzprodukt nicht kann, der guckt jetzt gleich mal das andere Video.